Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht es schon, heute geht es weihnachtlich zu. Denn heute bin ich an der Reihe und darf mein Wichtelpaket auspacken. 20 Booktuber haben sich quasi zusammengefunden und gegenseitig der Reihe nach bewichtelt. Und ich hatte eben auch das Glück, ein Päckchen bekommen zu dürfen, das heute ankam. Und zwar von der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass sie mein Wichtel sein durfte, weil ich einfach finde, dass sie wahnsinnig gute Buchtipps hat in Genren, die mich wirklich interessieren. Also hauptsächlich Fantasy, aber auch ein paar andere Sachen. Und da war es ziemlich einfach, eine Wunschliste zusammenzustellen an Büchern, die mich interessieren würden. Und eigentlich alle davon habe ich auch schon mal bei ihr auf dem Kanal gesehen. Entweder unter anderem, weil ich sie irgendwie schon auf dem Schirm hatte oder wirklich auch erst bei ihr gefunden habe auf dem Kanal. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen. Und ja, sie hat jetzt von mir, ich glaube, es waren in etwa 10 Bücher oder so, die ich, wo ich gesagt habe, dass ich da Interesse dran hatte. Wie gesagt, sie kannte, glaube ich, alle davon und deswegen dachte ich, kann sie da auch eine ganz gute Wahl und Entscheidung treffen, was sie mir quasi auch empfehlen möchte. Und ja, ich bin jetzt total gespannt, was sie für mich ausgesucht hat. Und ich weiß, dass sie sehr viel Stress hatte jetzt auch in der Vorweihnachtszeit. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie es trotzdem gemacht hat und freue mich jetzt, das Paket auszupacken. So, ich habe jetzt den Deckel schon mal abgehoben und was ich zu sehen bekam, war das. Ich muss jetzt gucken, dass nichts rausfällt, aber ich habe jetzt leider keine andere Kamera, mit der ihr parallel auch ins Päckchen gucken könnt. Aber dann habt ihr mal einen ersten Eindruck und das sieht schon sehr, sehr schön aus. Vor allem die Karte sieht schon mal zuckersüß aus. Ein kleiner süßer Eisbär. Fröhliche Weihnachten. Liebe Sarah, ich wünsche dir eine zauberhafte Weihnachtszeit und viel Freude mit deinem Wichtelpaket. Ich hoffe, ich habe alles für gemütliche Lesestunden im Winter zusammenbekommen. Liebste Grüße, Franzi. Da bin ich mir sicher. Also die Karte ist schon mal richtig, richtig putzig. Mit dem kleinen süßen Eisbär hier vorne, da oben. Und auch so von der Komposition her wirklich richtig süß. Ich stehe ja voll auf sowas. Da ist man ja schon mega dabei. So, jetzt seht ihr hier nichts. Da guckt er genau raus. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das dann hier so aufreihen kann. Es riecht auch schon ein bisschen. Und zwar ein süßer Weihnachtsgruß. Das sehe ich gleich mehrfach. Das ist bestimmt eine Leckerei. Das fummel ich mal kurz hier raus. Und können wir mal eins. Ich versuche gerade, es ist vom Hugendubel. Ob ich jetzt hier schon... Ah, ein Lebkuchenherz. Sehr gut. Das passt sehr gut und mag ich auch gerne. Ich habe auch gemeint, ich bin gerade, was so Süßkram betrifft, eigentlich ziemlich unwählerisch. Ich esse alles. Ich esse Lakritz, ich esse weiße Schokolade, ich esse Kokos. Also alles, was so Sachen sein könnten, wo manche sagen, das mag ich nicht. Oder Marzipan oder sowas. Ich esse alles. Leider. Aber ich esse alles. Also zumindest was Süßigkeiten betrifft, fällt mir jetzt gerade fast nichts ein. Außer so komisches Gelee-Zeug, also so Gelee-Bananen oder so, das mag ich gar nicht. Egal. Also Lebkuchenherzen, sehr gut. So. Ich erspare euch kurz mal das Rascheln und nehme das Füllmaterial raus. So. Und dann sind hier noch 4 Päckchen. Mit einem süßen, oh Gott, der süß. Ein süßer Elch hängt hier an dem, also noch um mein Gesicht, hängt ein süßer Elch an dem Paket dran mit einem Glöckchen, was euch möglicherweise wahnsinnig machen könnte, wenn ihr das jetzt auch hört. Deswegen werde ich versuchen, das nicht zu bewegen und es leise auszupacken. Aber der ist ja auch zuckersüß. Ich muss jetzt mal rausfinden. Ich nehme mal an, dass das ein, ich versuche es ganz vorsichtig, ein Weihnachtsbaum-Anhänger ist.
So eine kleine Wolke. Ganz weich. Sehr, sehr süß. Ich habe unser Weihnachtsbaum steht seit nicht ganz einer Woche, so 5 Tage oder so. Und ich habe es geschafft, gestern eine Lichterkette dran zu machen. Ich bin, ja. Und ich habe aber jetzt, ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie so voll das Set an Kugeln hat und das Farbschema irgendwie, sondern ich hänge da dran, was ich habe. Möglichst nicht zu kitschig, aber in Bezug auf Farbe gesehen. Also ich mag nicht diese ganz krass kitschige Weihnachtsdeko. Ich mag gern weiß, gold, grün, sowas. Hab da auch ein bisschen dieses Jahr noch schon was selber gemacht, wovon, wie gesagt, fast noch nichts hängt, aber das ist jetzt noch so meine Wochenendaufgabe. Und der wird auf jeden Fall auch dort hängen. Wenn ich ein Bild davon habe, kann ich euch das ja sogar einblenden. Aber der wird aufgehangen, weil der ist wirklich richtig süß. Ich könnte ihn auch hier hinhängen, aber dann sieht man ihn nicht wirklich. Setzen wir den jetzt hin. Hier, die kann mal da drauf aufpassen. Hat auch so süße Beinchen. Ja, sehr gut. So, dann gehe ich doch gleich zu dem Paket über, wo das dranhing. Und das Papier ist auch echt cool. Das sind Bücher mit einer Eule. Das ist schon mal sehr passend. Ich habe eine Vermutung. Ich tippe auf T, was sehr gut ist. Ja, es ist definitiv T. Weihnachtlicher Tee. Das Papier ist echt so schön. Achso, ja. Ich habe ja schon ein paar wenige Unpackings gemacht und habe es schon mal erwähnt, ich kann kein Geschenkpapier aufreißen. Menschen meiner Umgebung hassen mich dafür und machen so ähnlich wie sie schon gar keine Schleifen mehr drum, sondern nur etwas, was ich ganz schnell aufreißen kann, weil bei so Schleifen die knepere ich auf. Also egal, wie fest dieser Knoten ist, ich benutze keine Schere. Ich mache dieses Band auf und ich ziehe auch Klebestreifen langsam ab, um das Papier nochmal verwenden zu können. Nein, aber auch um mir selber so diese Spannung so zu halten, weil auch andere geben sich halt so Mühe fürs Einpacken und dann reißt man das auf. Man sagt immer so schön wie so ein Westpaket und hat überhaupt nicht geguckt, wie schön das eingepackt ist. Oder dann ist es halt auch irgendwie so vorbei. Und das finde ich immer so schade. Ich bin die Erste, die anfängt Weihnachten mit irgendwas auspacken, bin die Letzte und sitze immer noch da, weil ich liebe es, Geschenke auszupacken. Und zwar nicht in einer Sekunde, sondern halt gemäßlich. Aber ich versuche, euch nicht zu lang auf die Folter zu spannen und ich gebe mir Mühe. Ja. Und zwar ein Glühweintee, aromatischer Früchtetee mit Glühweingeschmack. Und genauso riecht es auch. Riecht wirklich gut. Kann von so Früchtetee zwar immer nicht so viel trinken, also ich fürchte, eine Kanne kann ich mir davon nicht machen, weil ich da ganz schnell Sodbrennen von kriege. Deswegen brauche ich immer irgendwie vor allem Kräutertee. Aber ich habe das extra trotzdem nicht so reingeschrieben, weil es ist ja nicht so, als würde ich Früchtetee nicht trinken. Ich trinke das. Aber da kann ich nur eine Tasse trinken und dann am nächsten Mal wieder. Weil eine Tasse geht. Und es klingt sehr, sehr gut, alles, was da drin ist. Und es riecht gut. Oh, es riecht richtig gut. Mega. Also wir haben jetzt noch ein kleines Päckchen. Eins, was nach einem Buch aussieht und ein etwas größeres. Ich kann euch nicht fragen, deswegen muss ich die Reihenfolge jetzt selber festlegen und nehme einfach das, was ich in der Hand habe. Und zwar das da. Und da habe ich momentan noch keine Vermutung, außer es wäre auch eine Süßigkeit. Aber ich glaube es fast nicht, ich weiß es aber nicht. Ja genau, also sowas, ne? Als würdest du mich kennen, was schnell geht. So würden das Menschen einpacken, die sonst wahnsinnig werden, wenn sie mir zugucken. Und auch kein Klebestreifen, sondern Roller. Also als hättest du es gewusst. Als wenn du irgendjemanden gefragt hättest, wie man für mich Geschenke einpacken muss, damit Zuschauer nicht wahnsinnig werden. So. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht.
was es sein könnte. Ah. Und zwar ein Handwärmer. Also das sind diese, die man so knickt und dann werden die warm und hart. Und dann hat man schöne warme Hände in der Tasche und kann sie wieder in kochendes Wasser werfen, damit sie wieder weich werden. Sehr gut. Mal gucken, wie viel ich diesen Winter rausgehen werde, weil es ist ja schon wieder, was will man draußen? Nein, stimmt nicht. Aber gut, ich meine jetzt sowas wie Weihnachtsmärkte sind ja abgesagt und so. Hier in Bayern sowieso. Ja, aber trotzdem immer gut. Muss man sich immer nur entscheiden, welche Hand will man warm haben. muss man tauschen. Aber schon mal ein gutes Farbspektrum hier, das passt alles gut zusammen. Ich habe gesagt, Gold, Weiß, Grün, Schwarz sind so meine Farben. Passt perfekt. So, dann. Ich stelle mal, wir heben uns das Buch zum Schluss auf. Ich lege das mal dahin. Da ist noch ein Buch, weil dann kann ich den Karton wegmachen. Und das da, da habe ich auch gerade überhaupt keine Ahnung. Wobei, nee. Also von der Größe her könnte es zum Beispiel eine Tasse sein. Aber dafür ist es irgendwie nicht schwer genug. Es raschelt auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber auch sehr gut eingepackt, dass genau Frohe Weihnachten hier oben steht. Das muss man auch erstmal schaffen. Die Bändchen kann ich auch wieder verwenden. Super. Es ist sehr nachhaltig verpackt. Sehr gut. So, okay. Hier ist jetzt ordentlich Klebestreifen dran und es wird nicht anders gehen, als es zu beschädigen. Ich tue es einfach. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Okay, das musste ich jetzt letztendlich aufreißen. Es ging nicht anders. Aber ich habe noch nicht geguckt. Also. Rentiere aus Filz. Anhänger. Ist natürlich auch immer die Frage, ob drin ist, was draufsteht. Nein. Ich war theoretisch ziemlich gut. Oh ja, die ist voll schön. Sehr, sehr schön. Oh, die habe ich schon. Also, ja, okay, ihr seht nichts. Und zwar eine Tasse, wo drauf steht Just One More Chapter. Und bei Tassen bin ich echt so ein bisschen wählerisch, weil ich eigentlich nicht so den Schrank irgendwie voll bunter verschiedener Tassen habe. Ein paar haben wir, weil ich sammle zum Beispiel so Pantone-Tassen und so. Aber wir wollen versuchen, möglichst nicht mehr irgendwie so ganz viele verschiedene Tassen zu kaufen. Aber die ist so schön, weil die habe ich nämlich selber schon im Buchladen gesehen und immer gedacht so, und die ist wirklich schön. Die hat auch einen tollen Rand und eben durch dieses schlichte Design mit dem Gold, Weiß, Schwarz ist die mega schön. Oh, danke schön. Da freue ich mich sehr. Das ist echt so eine Booklover-Edition. Nicht Spülmaschine und Mikrowellen geeignet. Okay, da hoffe ich, dass ich daran denke. Aber klar, damit das halt auch alles... Na gut, Gold sollte man ja eh nicht in die Mikrowelle stellen. Vorsicht. Genau, damit das halt alles noch schön dran bleibt. Ja. Werde ich dieser Tasse zuliebe sie mit der Hand spülen. Mache ich. Ich hoffe, ich denke dran, aber ich gebe mir Mühe. Ach, die ist schön. Sehr gut, passend auch zu dem Tee. So, jetzt mache ich mal hier. So, dann haben wir nämlich noch alles im Blick. Das ist halt echt das Tolle, ne? Es ist ja eigentlich noch, es sind jetzt noch genau 20 Tage bis Weihnachten und ich darf schon was auspacken, Geschenke auspacken. Sehr schön. Huch. So, und jetzt bin ich gespannt beim Buch. Noch ein Lesezeichen, ein winterliches. Also, auch wieder schön verpackt mit diesem Büchergeschenkpapier. Ich bin so gespannt, weil ich meine, ich hatte ja nun wirklich, also gesagt, 10 Bücher so auf der Liste ist ja doch eine gute Auswahl. Und da kann ja alles Mögliche dabei sein.
Da bin ich jetzt echt gespannt. Also von der Dicke her kann ich, glaube ich, mal schon ein, zwei ausschließen. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so komplett auf dem Schirm, was es alles war. Macht ja dann, also bringt jetzt nichts irgendwie zu raten, weil es einige gab, glaube ich, die so den Umfang hatten. Ach, ich bin so gespannt. Einerseits ist man so gespannt, andererseits will man die Spannung noch irgendwie aufrechterhalten und es nicht wissen. Doch, ihr wollt es wissen. Also ich pack's jetzt aus. Merkt ihr, ich bin voll schlimm beim Geschenke auspacken. Schlimm. Ich versuche es euch wieder als erstes zu zeigen, nicht hinzugucken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich es richtig rumhalte. Ja. Und zwar das wandelnde Schloss von Diana Wynne Jones. Ja. Und da habe ich die, da habe ich einige. Da habe ich irgendwie die ganze, ich weiß nicht, ob man das als Reihe bezeichnen kann, auf die Wunschliste gepackt. Also das, dann das Palast aus Sternen und weiß ich nicht was. Also die auch so eine Aladdin, 1001 Nacht Geschichte und so. Da gibt es ja mehrere von der Reihe. Und die sehen nämlich auch wirklich super, super schön aus. Deswegen wollte ich das auch gerne im Schrank stehen haben. Aber eben auch die Geschichte lesen. Und zwar das wandelnde Schloss. Und ich meine, also es dürfte ja eigentlich das Gleiche sein, was eben auch verfilmt wurde von Studio Ghibli. Also ich glaube, dass das das Gleiche ist und selbst wenn nicht, dann klang es großartig und der Film ist nämlich auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Deswegen würde er jetzt auch gut in die Zeit passen, aber ja, deswegen wollte ich auch gerne das Buch haben, weil ich glaube, dass man die Geschichte auch noch mal ein bisschen intensiver dann erleben kann. Also ich lese euch einfach kurz vor. Ein zauberhafter Klassiker der Fantasy-Literatur. Sophie hat das große Unglück, die älteste von drei Töchtern zu sein. Jeder in Ingari weiß, dass die Älteste dazu bestimmt ist, kläglich zu versagen. Und so geschieht, was geschehen muss. Sophie zieht den Zorn einer Hexe auf sich und wird verflucht. Ihre einzige Rettung liegt im wandelnden Schloss. Dort wohnt der mächtige, aber herzlose Zauberer Hole, der die Macht hat, sie von ihrem Fluch zu erlösen. Wenn Sophie ihm nur davon erzählen könnte, doch das verhindert der Zauberer, der auf ihr liegt. Also wird Sophie die Hausdame des wandelnden Schlosses und versucht zwischen zynischen Feuerdämonen und magischen Welten ihre alte Gestalt zurückzuerlangen. Ja, also das ist die Geschichte und ja, da freue ich mich drauf. Und vor allem ist das ja auch wirklich jetzt, wie gesagt, für den Winter auch super passend. Stimmt, hat sie eben auch auf der Karte geschrieben. Und ja, sehr gut. Das, also ich glaube, ich schaffe es nicht mehr im Dezember, weil ich mir halt dann doch ein bisschen jetzt schon was vorgenommen habe für den Dezember. Aber das passt an sich ja, glaube ich, gut in, ja, in die Winterzeit, also auch noch in den Januar. Und da werde ich mir das vornehmen, das im Januar zu lesen. Ja, da freue ich mich. Also vielen, vielen Dank, liebe Franzi. Ich habe mich über alles sehr, sehr gefreut. Der Elch wird seinen Platz an unserem Baum finden und die Tasse werde ich mit Hahn spülen. Genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, wenn ihr noch sehen möchtet, wen ich bewichteln durfte, oder ich verrate es euch, ich habe die Anja von den Book Friends bewichtelt und dieses Video könnt ihr morgen auf dem Kanal der Book Friends sehen. Ja, schaut da auch gerne mal vorbei und wenn ihr sehen möchtet, was die Franzi bekommen hat, das Video müsste heute schon online sein. Also da könnt ihr gleich weiterschauen. Insgesamt gibt es auch eine Playlist von diesen ganzen Wichtel-Videos und ja, dann schaut doch mal in die rein, wenn ihr noch nicht habt, die schon online sind. Und ansonsten geht es noch ein paar Tage weiter. Und ich denke, die haben sich alle ganz, ganz viel Mühe gegeben. Und ich schaue auch so Auspacksachen wahnsinnig gern. Wie gesagt, mir beim Auspacken so zu gucken, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Aber so bin ich halt. Was soll ich tun? Und ich will mich ja auch erfreuen an den Sachen, die jemand anders für mich zusammengestellt hat. Und das habe ich auf jeden Fall getan. Also, dann bis zum nächsten Mal und ja, tschüss!